Trainieren und körperliche Bewegung haben ganz, ganz viele Vorteile, die ich euch jetzt bis ins kleinste Detail mal erklären werde in mehreren Shortcuts, um euch da auf dem Laufenden zu halten, dass ihr mir auch optimal folgen könnt. Bewegung ist Teil unseres Seins. Ja, also wir kommen aus der Natur. Das heißt, wenn wir nicht gerade hier so einen Gartenweg vor der Tür haben, sollten wir uns regelmäßig in Parkanlagen oder sonstigen Areas einen schönen Trainingsplatz einrichten, um folgende gesundheitliche Effekte zu genießen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Schön, dass ihr mir folgt, Leute. Bis gleich und wir hören uns. Wieso ist eine körperliche Ertüchtigung oder besser gesagt, wieso ist Training so wichtig für die Gesundheit? Also wir haben einen Körper mitbekommen, ein Avatar, wie ich ihn nenne. Wir sind Seelen, wir sind geistige Wesen, aber wir leben in den Körper. Viele sind so stark in die Spiritualität oder in die Rationalität abgedriftet, dass sie den Körper vergessen. Der Körper ist der Tempel Gottes, in eure Seele wohnt. Das heißt, wir müssen ihn ehren. Und wer seinen Körper nicht ehret und seinem Körper schadet und seinen Körper bewusst zerstört, so wie ich es auch manchmal mache, wenn ich abends viel esse oder rauche oder irgendwelche andere Sachen mache, wo ich weiß, ich schade meinem Körper und es trotzdem bewusst mache, der verleugnet Gott. Der verleugnet seinen Körper und der hat nichts mit Spiritualität, nichts verstanden. Weil Spiritualität bedeutet, den Körper zu ehren und zu schätzen und den Körper als eine Statue zu sehen. Wieso haben damals in alten Ägypten und in anderen Weisheitstraditionen die Hohepriester und die Götter sich immer noch mal in Statuen abbilden lassen? Weil die Seele darin weiterleben konnte. Unser Körper ist nichts anderes. Und diesen Körper gilt es zu trainieren, dazu gleich mehr. Training oder Bewegung bildet die Basis aller Stoffwechselprozesse. Ja, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nicht trainieren, funktioniert unsere Lymphe nicht durch den venösen Rückfluss. Ja, ihr seht jetzt hier, wenn ich hier vorne auf den Fußballen aufkomme, wenn ich hier vorne aufkomme durch meine Barfußschuhe, dann kommt eine Muskelkontraktion zustande. Wenn ich hier hinten aufkomme, seht ihr, wie das wackelt, meine Wade? Dann ist hier keine Spannung. Und wenn wir so gehen, dann passiert überhaupt nichts mit venöser Rückfluss. So aktivieren wir hier drin eine Muskelkontraktion, die dazu führt, dass die Venenklappen zugedrückt werden und der Blutfluss zack, 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 zurück zum Herz. Das heißt, ohne Training kein venöser Rückfluss. Die Venen sind, die Arterien pumpen das Blut hin zu den Zellen, die Venen ziehen es zurück. Sie sind der weibliche Aspekt, der aufsaugende, aufnehmende, zulassende und geschehen lassende Aspekt. Und wenn der im Leben fehlt und auch in der Bewegung, dann werden wir krank. Weil Yin und Yang, Ganzheitlichkeit ist immer Gesundheit. Wir haben jetzt einen Meilenstein gelegt, um zu verstehen, wieso Training sehr wichtig ist, und zwar der venöse Rückfluss. Das heißt, unser Herz-Kreislauf-System funktioniert nur durch Bewegung. Und da sollte man mindestens 16.000 Schritte am Tag, Männer 21.000 Schritte am Tag gehen, um das Minimum. Und on top müssen dann drei richtige Trainingseinheiten kommen, wo wir aktiv schwitzen. Florian Sauer, einer von den Entgiftungsexperten, sagt, 10 Minuten Schwitzen am Tag ist Pflicht, um überhaupt die ganzen Toxine, die wir in dieser vergifteten Umwelt einfach aufnehmen, ja, sei es über Chemtrails, sei es über giftige Nahrungsmittel, sei es über sonstige Gifte, die müssen wir rauskriegen. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir schwitzen. Ja, und 10 Minuten Schwitzen am Tag, Leute, das sollte nicht zu viel verlangt sein. Wenn ihr es nicht hinbekommt mit der Körperlichkeit, dann nutzt diese CeraGe Infrarot-Thermalliege, ja, die hier direkt unter meinem Schreibtisch steht. Das heißt, immer wenn ich mal eine Pause brauche, dann gehe ich auf meine Liege und entspanne mich. Unter meiner Pyramide natürlich, ja. Also Leute, und der Quantenstein. Diese Sachen sind auch ganz wichtig, dazu gleich mehr. Wir haben verstanden, wir brauchen Bewegung für unseren venösen Rückfluss, für unsere körperliche Gesundheit im Allgemeinen, aber auch für unsere Organe. Wenn wir diese Bewegung haben, dann können unsere Organe richtig entgiften, ja. Dann können sie immer wieder richtig die verschiedenen Gefäße gehen auf, aber auch die Drüsen fangen an, sich zu produzieren. Unsere Muskeln sind unsere größten Drüsen. Wer hätte das gedacht? Wo kommen unsere Glückshormone her? Serotonin, Dopamin. Wo entsteht eine Darmperistaltik, dass der Darm mal durchgeknetet wird und die Verdauung angekurbelt wird? Alles nur durch Bewegung. Deswegen ist ein Minimum 16.000 Schritte für Frauen, 21.000 für Männer. Und idealerweise sollten wir viel, viel mehr gehen. Das heißt, Training ist eins unserer, gehört zu unserem Wesen, war schon immer da in der Natur und sollte wieder implementiert werden. Wie ich das hinkriege, jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag zu trainieren, werde ich euch gleich verraten. Einigen von euch fällt es schwer, sich fürs Training zu motivieren. Dazu verrate ich euch mein Geheimnis. Und zwar eine Absicht, eine Entscheidung treffen. Und dann am Morgen, auch wenn innerlich ein Schweinehund kämpft und sagt, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich bin so verschwollen. Diese Energie nutzen, diesen Wut, diesen Hass auf sich selbst nutzen, nämlich, dass man am letzten Tag zu schlecht gegessen hat, dass man zu viel geraucht, zu viel gesoffen hat oder irgendwas wieder gemacht hat. Diese Wut transmutieren lassen oder besser gesagt erlösen. Aus Wut wird Mut. Ja?
Das ist eine rote Energie. Diese rote Energie zu nutzen, diese Wut, Hass auf mich selbst, ey, wieso hab ich schon wieder, wieso sehe ich so scheiße aus, ich gucke mich in den Spiegel an, oh, ich bin voll müde. Diese Wut nutze ich für die Transformation und denke, jetzt gehe ich raus, jetzt gebe ich meinem Körper nämlich das zurück, was er eigentlich verdient. Gestern habe ich meinen Körper bestraft, aber was kann mein Körper dafür, dass ich emotionalen Stress auf der Arbeit habe? Was kann mein Körper dafür, dass ich Streit meiner Frau habe, dass ich danach fresse und dass ich danach nicht trainiere oder mich unwohl fühle? Was kann er dafür? Nichts. Und deswegen gehe ich dann, mein Körper sagt, jetzt kriegst du das, was du verdienst, nämlich Training und Gesundheit. Mal erstmal angefangen mit dem Training, man geht die ersten Schritte raus, schon fängt es an Spaß zu machen. Man denkt, oh, da tut sich was, oh, der Schleim kommt raus, ich spuck dann viel oder ich Gase bilden sich im Darm, die lässt man raus. Und dann fängt man an mit einer Runde Burpees, gleich mal 10 Burpees, hoch, runter, 2 Liegestütze, hoch, runter, 2 Liegestütze und dann nach den ersten Burpees ist man warm. Da brauche ich gar keinen Pulli mehr. Dann gehe ich oben ohne hier trainieren und die Leute gucken und ich sage, hey, super, dass ihr guckt, Leute, macht das auch mal. Leute, seid Vorbilder, ich erwähne es immer wieder. Wir sind da, wir sind ein Vorbild, ja, es, wir müssen uns das vorstellen. Stell dir vor, ihr seht so einen schönen schwarzen Mann mit so einem Körper, der Oberkörper frei juckt, dann sagt ihr, ey, wenn der das kann, kann ich das auch und das mache ich auch. Und so lerne ich, ich schaue mir die Leute an, die erfolgreich Gesundheit kultiviert haben und dann schaue ich mir von denen die Sachen ab. Ich habe das Rad auch nicht neu erfunden. Das meiste, was ich weiß, weiß ich von anderen. Jeden Satz, den ihr benutzt, habt ihr von einem anderen Menschen. Jedes Wort, jede Vokal habt ihr von anderen Menschen. Nichts kommt von euch, deswegen seid mutig und lebt das, was andere euch vormachen, nach. In der Einheit gilt es, die Wut, die man auf sich selbst hat, dass man zu wenig trainiert hat, dass man nicht optimal aussieht, dass man nicht genug große Muskeln hat, zu transformieren in Mut und in Kraft oder besser gesagt Willenskraft. Rot ist die Farbe der Willenskraft auf der einen Seite, auf die anderen die Seite des Hasses. 666, ja? Und daher, also 6 ist Farbe Rot, ist 6, also Zahlen stehen immer mit Farben in Zusammenhang und die Farbe Rot steht mit 6 in Zusammenhang und diese Farbe kann genutzt werden, um Willenskraft zu erzeugen. Diese Willenskraft nutzt ihr dann beim Training, geht extra nochmal eine mehr und noch eine mehr und ein bisschen schwitzt und dann noch einen Sprint anziehen. Und dann kommt ihr nach dem Training nach Hause und wie fühlt ihr euch? Wie fühlt man sich nach dem Training, nach der Dusche? Oh, ey, zum Glück war ich laufen. Dann gucke ich mich in den Spiegel an und oh, was ein schöner Körper. Danke dir Gott, dass du so einen wunderbaren Avatar erschaffen hast und ich werde ihn mehr pflegen. Und dann gibt man sich das Bestmögliche, um dieses Niveau zu halten. Und dazu gleich mehr im nächsten Schritt. Um eine Regelmäßigkeit in sein Training zu bekommen, gilt es, große Absichten zu haben und täglich eine kleine Meditation oder Kontemplation zu machen, in der man sich wieder daran erinnert, was will ich eigentlich erleben. Mein Ziel ist es, ich will einen gesunden Körper haben, ich will lang leben, ich will gut aussehen und ich will möglichst fit und gut gelaunt sein. Und da weiß ich, aha, ich habe rational verstanden, Serotonin, Dopamin, Stresshormone werden abgebaut, Serotonin, Dopamin werden gebildet, Glückshormone, wenn ich trainiere, ich habe schon mal erlebt, ich fühle es. Dann geht es, dieses Bild zu projizieren, sagen, das mache ich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und wenn mir das dazwischen kommt, dann mache ich am nächsten Tag und lasse nichts dazwischen kommen, weil ich weiß, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, wenn ich diese Entscheidung durchziehe, habe ich in der Folge dieses Ziel, das habe ich dann. Es ist logisch, es ist eine logische Konsequenz, eine weitreichende Implikation des Trainings, dass ich das erreichen werde. Und das muss man sich nur vergegenwärtigen, indem man meditiert. Und dazu nutzt ein Meditationszimmer oder ein Rückzug dort, wo ihr euch immer wieder eure Vorsätze klar macht. Ganz, ganz wichtig. Training stärkt die Selbstliebe. Wenn man nicht trainiert hat, oh, denkt man, oh, was ein toller Mensch ich bin fantastisch, ich sehe so gut aus, etc. Wenn man es nicht hat, dann mindert es die Selbstliebe. Und dann darf man aber, muss man immer noch so viel Selbstliebe behalten, um sich selbst, wenn man mal nicht trainiert hat, wieder Schrott gefressen hat, wieder alle Vorsätze über Bord geworfen hat, was auch mal sein darf, was auch mal passiert, trotzdem noch so sehr zu lieben, zu sagen, ich bin großartig und ich liebe mich selbst und ich liebe mich mit meinen Fehlern, mit meinen ganzen Schwächen, mit all dem, was andere an mir schlecht finden, vielleicht weil ich zu dick bin oder zu dünn bin oder meine Haare sind schief oder meine Nase ist zu dick. All das liebe ich an mir erstmal selbst, annehmen, akzeptieren und dann sagen, okay, ich habe jetzt einen scheiß Tag gehabt, morgen fange ich wieder an. Morgen schaffe ich nicht, übermorgen fange ich wieder an. Zu sagen, ich schaffe das und lass mir auch niemanden von meinem Ego einreden, nee, ich schaffe das nie wieder, ich schaffe das nie wieder. Dieses selbstbemitleidende Jammern ist das Einzige, was uns runterziehen kann, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben. Und deswegen eine Entscheidung treffen, und auch wenn Rückschläge passieren, zu sagen, hey, ich liebe mich trotzdem, morgen geht's weiter. Ihr wollt Unterstützung bei eurem Training, ihr wollt die Energie haben, um auf diese Trainingsleistung zu kommen, die ihr euch immer vorgestellt habt. Leute, macht einen Scan bei mir. Die Sache ist, die meisten fehlt auch die Motivation, weil sie einfach extrem Magnesium, Vitamin C und Fettsäuremangel haben. Da frage ich mich auch, wie kann dieser Mensch überhaupt noch sich bewegen? Wie kann er überhaupt noch die geistige Kraft haben, um seine Vorsätze umzusetzen? Leute, es kommt ganz viel von innen. Es ist Bewegung, Ernährung und Entspannung. Und wenn ihr diese Faktoren nur ausklammert, wenn ihr nur sagt, ey, ich will jetzt Sportmann und gar nicht den Körper sieht, was braucht eigentlich der Körper? Was hat der für Bedürfnisse?
Bedürfnisse, was fehlt ihm, wie ist die Nährstoffabsorption, was für Nahrungsmittel sind ideal, dann wird das nicht funktionieren. Und dazu solltet ihr euch professionelle Hilfe und einen Plan machen lassen. Wenn ihr da nicht vorankommt oder wenn ihr sagt, die Fortschritte, die ich mache, sind nicht optimal, kommt bei mir in die Beratung, Leute. Ich kann euch da wirklich aus eigener Erfahrung sehr viel weiterhelfen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Morgen geht's weiter mit der nächsten Shortcut-Serie. Freue mich wieder zu sehen. Kommt in die Beratung, macht einen Scan, folgt mir weiter auf YouTube und auf Instagram. Ciao. Also bevor ich euch mit meinen Trainingsweisheiten im Stich lasse, ohne euch mein Geheimrezept zu sagen, wie immer Training auf Top-Level läuft, kurzer Switch, bitteschön. Das ist Vitamin C plus OPC, was extrem die Trainingsleistung beeinflusst, und Motrabur. Davon trinke ich vor jedem Training einen Schluck. Im Training hole ich mir diese Weintrauben, weil diese Weintrauben sind Wildwuchs und die haben natürliches OPC und natürliches Vitamin C. Und nach dem Training trinke ich entweder hier Zeolit, ich trinke keine Brotung, auf meiner Transformerscheibe natürlich aktiviert. Ich trinke Wasserstoffwasser. Ja, Wasserstoffgerät ist immer da. Auf einem Vita. Also ihr seht, ich habe alles mit hochgradigen Technologien. Das ist eine Vita-Chip-Platte ausgestattet. Und ich mache mir das alles immer warm in meinem Wasserkoffer auf 60 Grad. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles warm trinken immer. Dann wird es besser absorbiert. Also so viel zu meinem kein optimales Training. Ihr wollt mehr darüber wissen, kommt in die Beratung, Leute. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkte und Anwendungen findet ihr unten in der Infobox.